Vielleicht hast du dich schon gefragt, was du tun kannst, wenn in einem Projekt die Energie nachlässt oder die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert. Ein nützliches Modell, das dir in einem solchen Fall weiterhelfen kann, ist der Kohärenzkreis. Er hilft, die Interaktionen in einem Netzwerk zu verstehen und hilfreiche Interventionsmöglichkeiten zu finden. Der Kohärenzkreis basiert auf der Idee, dass es in einem innovativen Netzwerk einen vitalen Raum gibt, in dem die Interaktionen gut verlaufen. Die Menschen setzen sich für das gemeinsame Anliegen ein, viel positive Energie ist vorhanden. Wird die Kommunikation schwieriger und nehmen defensive Interaktionsmuster zu, kann es sein, dass einzelne Beteiligte den vitalen Raum verlassen. Das Modell besteht aus 4 Quadranten. Der erste Quadrant heißt Austausch. Hier geht es darum, Menschen zu inspirieren. Zum Beispiel, wenn du zu Beginn eines Projektes versuchst, Mitstreiterinnen zu gewinnen. Diese stellen sich vielleicht folgende Fragen. Ist das Projekt wirklich interessant für mich? Kann ich hier etwas beitragen? Und zahlt sich mein Einsatz auch wirklich aus? Wenn Sie diese Fragen für sich bejahen können, dann sind Sie auch bereit, sich einzubringen. Der zweite Quadrant heißt Herausforderung. Hier geht es darum, gemeinsam etwas zu entwickeln und sich gegenseitig in einem positiven Sinn herauszufordern. Wichtig ist hier, dass die einzelnen Beiträge auch gesehen und anerkannt werden. Im dritten Quadranten geht es um Struktur. Innovative Projekte beginnen oft ohne klare Strukturen. Mit der Zeit wird eine gewisse Struktur notwendig, um die Zusammenarbeit zu unterstützen und Orientierung zu geben. Fehlende oder auch zu starre Strukturen können sich negativ auf die Zusammenarbeit auswirken. Der vierte und letzte Quadrant heißt Dialog. Hier geht es darum, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Die Beteiligten kennen sich bereits gut. Es besteht aber auch die Gefahr, dass sie sich zu stark auf das Gemeinsame konzentrieren und für das Lernen wichtige, kritische Stimmen nicht mehr gehört werden. Der Kohärenzkreis hilft, Interaktionsmuster in einem Netzwerk zu verstehen und die hinter defensiven Verhaltensmustern stehenden Bedürfnisse zu erkennen. Wenn sich zum Beispiel eine Person immer weniger einbringt, sieht sie vielleicht zu wenig Nutzen für sich. Wenn jemand immer kämpferischer auftritt und Konflikte zunehmen, könnte dahinter das Bedürfnis nach Anerkennung stecken. Wenn die Beteiligten beginnen, sich übereinander zu beklagen, dann könnte das auch daran liegen, dass Strukturen unklar sind und dies zu Verunsicherung führt. Wenn kritische Stimmen nicht mehr gehört werden, braucht es vielleicht jemanden, der die Gruppe in einem guten Sinne aufrüttelt, damit Unterschiede und unbequeme Wahrheiten auch wahrgenommen werden können. Der Kohärenzkreis ist ein sehr wertvolles Instrument, das hilft, die Interaktionsmuster in einem Netzwerk zu verstehen. Sind die Beteiligten im vitalen Raum, so setzen sie sich für das gemeinsame Anliegen ein. Werden die Muster defensiv und die Energie sinkt, so hilft der Kohärenzkreis, dahinterliegende Bedürfnisse und Handlungsmöglichkeiten zu erkennen, um die Menschen wieder in den vitalen Raum zurückzuholen.